herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich habe hier noch ein Bildchen liegen aus meiner vorherigen Bestellung von Trudy's Diamond Painting Art Shop. Und das Bildchen hier würde ich gerne mit dir zusammen einmal anschauen. Es steht schon drauf, es ist 60x60 mit einem S, also eckige Steinchen. Hier unten ist nochmal das Bildchen vom Shop, das Logo. Aber das ist auch, glaube ich, alles auf der Leinwand mit drauf. Am besten schauen wir es uns gerade mal an. Nochmal als kleine Info, dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelsachen. So, einmal die Hülle ab. Und dann ist hier auch schon das Bild. Wir haben einen abgesteppten, gewelligen Rand. Die Leinwand ist hinten schön anzufassen. Super. Ach, schau. Toll. Oh, eine schöne große Legende links und rechts. Ich roll es mal gerade fertig aus, damit sich das ein bisschen auslegen kann. Und dann schauen wir uns den Rest mal an. Ich drehe es gerade mal um, damit es ein bisschen glatter gleich liegt. So. Die Wellen hier hinten drin, das ist nichts Schlimmes. Das ist einfach nur, weil die Folie ein bisschen stramm sitzt vorne auf dem Kleber. Von daher ist das gar kein Thema. Ja, einmal die Steinchen. Es ist von allen etwas dabei. Ich hatte hier bei dem Bild Metallic-Steinchen ausgesucht. Die zeige ich dann auch gleich noch. In dem Shop kann man sich aussuchen, was für Sondersteinchen man haben will oder ob man einen, ich glaube, zufälligen Mix möchte. Sehr, sehr schön. Also man kann aussuchen, ob Fairy Dust mit Silber, Fairy Dust, glaube ich, Gold, AB-Steinchen, also Aurora Borealis Steinchen, Metallic Steinchen und ich glaube Strasssteine. Ja, bei den Metallic Steinchen steht, glaube ich, auch dabei, dass die halt ein kleines bisschen kleiner sind wie die Harzsteine bei Eckig, nur damit man darüber Bescheid weiß. Ich habe jetzt gedacht, wird ja nicht so viel ausmachen und deswegen habe ich mir das einfach mal bestellt zum Testen. Ja, genau. Bei der Bestellung ist oder bei dem Bild ist ein Toolkit mit dabei. Das ist standardmäßig mit drin, soweit ich weiß. Es ist einmal ein 7er auf, Mehrfachaufsetzer, ein 4er Aufsetzer sowie ein blauer Stift mit Einzelaufsatz dabei. Ein Plättchen mit Wachs. Bei dem Wachs bitte dran denken, dass man die Schutzfolie abzieht, bevor man einsticht mit seinem Painting-Stift. Dann ist noch so ein Fingerschutz dabei für auf den Stift, eine spitze Pinzette mit einem Schutz vorne und ein kleines weißes Schiffchen. Sehr schön. Also das bekommt man alles dazu bei dem Bild. Das ist ein sehr schönes Toolkit für den Start.
finde ich jetzt. Also top. Ja, dann haben wir zu den Steinchen und dem Toolkit noch hier die Sticker-Legende. Die sind vorgestanzt, die Sticker hier für auf das Sortiersystem mit einmal der laufenden Nummer, einmal dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer, Entschuldigung. Es sind 79 Farben und davon 1, 2, 3, 4 Sondersteinchen. Wobei KJ, KH, KK, weiß ich jetzt nicht, ob das unterschiedliche Steinchen sind. Müsste ich mal schauen. Vielleicht ist das auch schon ein Mix. Aber ich dachte, ich hätte Metallic bestellt. Aber gut, wir haben hier noch ein Vorschaubild, was ich immer gerne nutze, für in mein Büchlein zu kleben. Genauso wie nochmal das Logo der Firma. Hier unten ist einmal die Bildnummer und nochmal, wie Diamond Painting funktioniert. Ja, drehen wir die Leinwand mal um. Wunderschön. So. Also 60x60. Eine Frau, die uns entgegenlächelt oder mir entgegenlächelt mit dem Fotoapparat in der Hand. Also wirklich schön. Ich finde auch hier hinten der Hintergrund sehr, sehr schön. Das ist schon toll. Ha, ich bräuchte nur mehr Zeit. Ja, einmal noch zur Leinwand. A little happiness every day. Dann ist hier die Legende. Einmal mit der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Sortiert, genauso wie das auf der rechten Seite ist, hier unten. Hier auf der rechten Seite haben wir auch ein kleines Vorschaubild, sowie die Bildnummer und die Größe. Also ein ganz leichter Kleberandüberstand. Klebkraft ist super, die Symbole sind wirklich schön klar zu lesen. Doch, das finde ich sehr gut. Und hier sehen wir die kleinen Wellen hier. Das ist einfach nur, weil die Folie ein bisschen stramm sitzt. Wenn man die Folie jetzt abziehen würde und nochmal drüber schieben würde, wäre das weg. Genau, so, dann haben wir unten an der Leinwand nochmal Rainbow Photo Girl von Salzkatzen AI, also von der Künstlerin Salzkatze. Eine AI-Art. Hier ist nochmal der Shop, wo ich es gekauft habe. Und sie ist vertreten auf YouTube und Instagram. Ich habe natürlich gefragt, auch bei diesem Bild, ob ich dazu ein Video machen darf. Und dafür vielen Dank, dass ich das machen darf. Ich freue mich darüber. Ja, dann holen wir mal die Steinchen, unsere Sondersteinchen raus und schauen mal nach, ob es hier zwischen dem K, KH und KJ einen Unterschied gibt. 79 Farben. Sie sieht ja schon schön aus, wenn sie da so lächelt. Und was ich auch ganz toll finde, hier diese kleinen Lichtpunkte. Das sieht aus, als ob dieser, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, wenn die Sonne ins Fenster reinscheint und man diese kleinen Lichtpunkte, die kleinen Staubsachen fliegen sieht. Das finde ich, das ist schon toll. Ja. Ich bin mal gespannt hier. Da ist ein kleines Tattoo. Ja, doch. Also man paintet das auch.
Bin ich mal gespannt, wie das rauskommt. Wir haben die 310 hier, also ein bisschen mehr. Aber ich meine, das ist auch logisch. Sie hat eine schwarze Lederjacke an. Der Fotoapparat hat viel Schwarz. Also da ist das schon so, dass das passt. Was ich ja auch toll finde, sind ihre Haare. Ja, Regenbogenhaare. Ha. Hätte ich ja gern, aber ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. So, hier sind die Farben. Ich gucke mal kurz hier nach dem Grün, aber das ist zu perfekt. Dann, ja, so wie es aussieht, sind sie alle nach der Laufnummer und DMC sortiert. Dann hole ich hier mal raus. Es waren ja nur 4, gell? Ja. 3, 4. Okay, das Metallic, Metallic. Das auch. Doch, ich denke auch, dass das alles Metallic-Farben. Hier bei den Steinchen, das darf einen nicht stören. Die sind unten an der Klebefläche, die auf die Leinwand kommen, so ein bisschen verfärbt. Aber das kommt von der Herstellung. Das ist nicht schlimm. Das sieht man nicht durch. Also der Metallic-Bezug tut das alles kaschieren. Ja. So, dann haben wir unsere 4 Metallic-Farben. Also das ist schon eine Farbenpracht, finde ich. Wir haben 2 große Beutel mit der 310. Aber wie gesagt, das ist ja auch Gang und Gäbe. Dadurch, dass wir da ein wenig mehr Schatten haben oder dunkel haben, schon allein vom Fotoapparat her, ja, und von der Jacke her. Wenn ihr da wenn man hier die Fläche sieht, da kann man das hier schon so ein bisschen Colorblocking nennen, hier unten, weil da wirklich dann dieser Spulpfeil ist. Weiß nicht, ob man den noch kennt von von CD-Player oder vom Videorekorder. Das schnelle Vorspulen. Ja, genau. Das ist der. Ne? Ja. Also bei uns war das früher immer schnelles Vorspulen. Vom DVD-Player. So, da auch. Genau, dann schaue ich mal, wo die Sondersteinchen liegen. Einmal haben wir die 603, der schöne rosa Ton. Und der ist vertreten mit dem Painting-Symbol 2. Das freut mich. Der ist hier in den Haaren mit drin. Ah, das ist toll. Das finde ich sehr schön. So ein bisschen Augenmerk auf die Haare. Im Regenbogen-Style. Was ich ja auch immer schön finde, ist da vertreten mit der 2, ist, wenn man sich selber die Sondersteinchen aussuchen kann, dann ist das immer sozusagen auch als ein Einzelbild gesehen. Also es wird sich ja nicht jeder Metallic-Steine zu dem Bild aussuchen, sondern der andere holt sich einen Mix oder in Fairy Dust oder. Und dann hat man immer sein individuelles Bild. Das finde ich sehr, sehr schön bei dem Shop. Dann haben wir die 77. Das ist die 900. Ein grüner Metallic-Stein. Das ist
dieses Symbol. Ich würde jetzt sagen Plutus. Der ist vertreten einmal hier auf der Seite an den, weiß nicht, ist das der Regenbogen oder sind das Haarsträhnen? Das ist nicht so ganz ersichtlich, aber hier, aber nicht schlimm. Ich sage einfach, das gehört zu den Haaren bei mir, so, fertig. Es sind auch nur ein paar Steinchen, die hier sind. Ich weiß gar nicht, ob weiter oben was ist. Nein. Also, den sehe ich nur da. Ach, da oben auch nochmal hier. Hier oben an der Strähne von ihrem Haar ist er auch nochmal vertreten. Schön. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir die 001. Ach, deswegen ist das, weil die zwei hier keine DMC-Nummern haben. Ja. Sondern die hier sind das Silber. Da seht ihr auch hier unten drunter am Boden des Steinchen ist manchmal so ein kleiner goldener Bezug. Das tut aber keinen Abbruch, weil das Steinchen an sich hat das nicht. Also oben das Steinchen, was man sieht, hat das nicht. Genau. Dann schauen wir mal, das ist das kleine A. Und das ist hier vereinzelt mit vertreten bei der Kamera. Und hier auch nochmal an der Jacke mit den Haaren am Übergang. Genau hier in der Strähne am Gesicht ist es auch nochmal mit drin. Aber nur so vereinzelt. Also das sind keine dicken Passagen, die man paintet, sondern wirklich so vereinzelt ist das, dass da das A, dieser Metallicstein, eingesetzt ist. So als ganz kleines Highlight. Sehr schön. Hier auch nochmal in der Falte von der Jacke, hier am Übergang von ihren Haaren und der Jacke. Also sehr, sehr schön. Ich finde auch, man muss nicht immer so viele Sondersteinchen haben. Es reichen ein paar und dann kommt das Bild auch super gut zur Geltung. Ich habe mir jetzt auch Bilder bestellt gehabt, die ohne Sondersteinchen sind und die sind auch schön. Ja. Dann haben wir das Prozentzeichen, diesen goldenen Metallic-Ton. Und der ist hier vertreten, in den hellen Strähnchen von ihren Haaren, sowie ein wenig hier an der Fotolinse. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, hier oben noch. Das Prozentzeichen schauen wir gleich mal. Also hier an den Haaren, an der Strähne ist es. Hier an der Fotolinse ist es vertreten. Vereinzelt hier an den hellen Stellen, wo von der Übergang Hintergrund zum Arm und Hand. Genau, hier auch nochmal. Bei diesen Lichtreflekten, hier einmal an der Lippe ganz zart. So, und dann hier nochmal bei den Haaren. Sehr schön. Und da nicht, doch hier oben. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Also überall so ein bisschen, jetzt nicht gravierend viel, aber ein paar Steinchen. Aber ich muss gestehen, ich habe mir auch Metallic-Steinchen in einem Set gekauft und vielleicht
Vielleicht traue ich mich das und setze die hier noch mit ein, wenn da eine Farbe passt. Denn ich finde so bei den Haaren, für mich persönlich, könnte es ein bisschen mehr sein. Also aber nur, wie gesagt, für mich persönlich. Ja. Ansonsten finde ich das sehr schön, sehr, sehr schön umgesetzt. Das ist toll. Ja, die Folie hier auf dem Bild gefällt mir auch sehr gut. Die ist ein bisschen, ja, zwar eine festere Folie, aber trotzdem sehr weich irgendwie. Also schön. Man hört es auch, die knistert nicht so stark, sondern sie ist einfach schön. Eine schöne Folie. So. Und schon ist die Leinwand etwas entspannter. Ja? Genau. Ja, das ist das kleine Bildchen Rainbow Photo Girl. Von Salzkatze. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir doch gerne ein Däumchen da, wenn du möchtest. Wenn du mich weiterhin begleiten möchtest auf meinem Weg vom Diamond Painting und meinen Häkelsachen, von meinen Hobbys. Ich würde mich natürlich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Tschüss.